Hallo, liebe Autoenthusiasten. Heute ist Freitag, der 29. April 2022. Wir sind mal wieder unterwegs, heute mit unseren Fahrrädern. Es soll runtergehen hier vom Schlosspark in Bochum-Weidmar rund um den Baldeneysee. Also vorher sind wir in Essen-Steele und was auch immer, eigentlich den ganzen Tag an der Ruhr entlang. Vom Baldeneysee fahren wir einmal drumrum. Dann fahren wir wieder an der Ruhr zurück nach Bochum-Dahlhausen und dann nach Hause. Ne? Genau. Ja, wie gesagt, jetzt sind wir hier gerade im Schlosspark. Das sind schon 4 Kilometer von unserer Homezone aus. Und würde ich mal sagen, fahren wir einfach weiter und genießt eine weitere Fahrradtour durch unser schönes Ruhrgebiet. Kurz nach dem Eisenbahnmuseum, vielleicht 2-3 Kilometer, sind wir jetzt hier am Mahnmal in Essen-Horst angekommen. Wir sind an der rechten Ruhrseite entlang gefahren, also über den so einen Schotterweg gefahren, nicht über die Brücke, wie es ausgeschildert ist, nach zum Baldeneysee. Ja, das ist ziemlich interessant hier, so ein altes Mahnmal aus der Weimarer Republik. Zum Eisenbahnmuseum muss man sagen, kaum hatten wir das Equipment zum Film ausgepackt, kamen auf einmal unwahrscheinlich viele Leute raus. Es ist einfach unglaublich, ja, was so passiert, wenn man die Kamera rausholt. Da konnten wir natürlich nichts mehr weiter erzählen. Also ich wollte noch sagen, es gibt natürlich nicht nur dieses kleine Gebäude, was ihr da hinter mir gesehen habt, sondern dazu gehört noch ein riesiges Freigelände. Da sind Eisenbahnen drauf, alte Dampfloks. Die eine Dampflok fährt sogar noch, aber nur 2-3 Mal im Jahr kann man auch mitfahren. Ist auch ein schönes Erlebnis. Also das ist wirklich sehr lohnenswert, in und outdoor für groß und klein sozusagen. Ich mache mal ein bisschen Werbung. Gut. Dann fahren wir jetzt weiter und gucken mal, was uns jetzt hier noch so erwartet. Der Weg ist echt abenteuerlich, ziemlich ja, steinig, querfeldein. Ja, eher so ein Wanderweg als so ein Radweg. Aber wir gucken mal. Wir melden uns.
toll, oder? Das ist toll. Ich versuche mal da runter zu kommen. Ja. Nach 23 Kilometern sind wir jetzt hier am oberhalb des Baldeneysees angekommen in Essen. Ja, wir haben dann doch die Ruhr verlassen müssen. Da war was gesperrt und sind auf ziemlich abenteuerlichen Weg, teilweise über fiese Schotterpisten und so, bis hier hingekommen. Und wir fürchten, das wird auch nicht besser, bis wir dann unten wieder an der Ruhr sind, am Radweg. Aber schaut mal die Aussicht. Ist natürlich richtig stark, ne? Ja, und dann soll ich jetzt gleich mal die Petra filmen, wie sie versucht, da auf den Felsen zu kommen. Kilometer 46 haben wir. Jetzt sind wir endlich wieder an der Ruhr. Hinter mir die Ruhr, wunderschön. Wir waren ja am Baldeneysee. Vorher waren wir im Ortsteil Werden. Dieser Ortsteil von Essen ist eigentlich wunderschön. Nur da sind viele kleine Straßen und da ist so viel Verkehr. Das ist nicht zum Aushalten. Kommen Autos von oben, von unten, von der Seite. Da hat der Verkehr diese schöne Ortschaft total im Griff. Da ist es laut, da stinkt es. Wir waren mal sonntags da, da war es richtig schön, ne? Da konnte man auch filmen und so, aber das ist der reine Wahnsinn. Das sind schöne kleine Geschäfte. Eigentlich ist da nicht auch ein Dom? Nee, ne? Aber eine große Kirche. Ja, ne? Doch, da ist auch so ein ja. Dom. Mhm. Auf jeden Fall, das ist so absurd, was da abläuft. Also da sieht man, wie kaputt unser Verkehrssystem ist oder so. Das ist echt schrecklich. Gut, dann waren wir am Baldeneysee, da habe ich ja viel gefilmt. Und dann sind wir über Umwegen hier zurück nach Essen-Steele gefahren. Das war richtig doof. Über Kupferdreh, über eine total zerhackte Landstraße. Irgendwie hat uns Komoot auch den Weg völlig falsch geplant. Plötzlich sollten wir eine wahnsinnige Steigung hoch oder so. Ja, so einen alten Schotterweg, der total steil nach oben ging. Ja, furchtbar. Dann haben wir einfach gesagt, komm, wir fahren jetzt doch weiter diese Hauptstraße. Und letztendlich haben wir es dann ja auch gefunden bis hierhin nach Steele. Aber das war schon ein Abenteuer. Jetzt sind wir richtig froh, jetzt wieder hier an der Ruhr zu sein. Und hier sind dann jetzt nur noch Fußgänger und Fahrradfahrer. Ja, das sind jetzt noch ein paar Kilometer und dann sehen wir uns gleich wieder.
stehen jetzt hier auf einer Brücke in Essen-Horst und hinter mir, da könnt ihr einen Campingplatz sehen und ein Stückchen weiter stehen so Bauwagen, die umgebaut wurden zu quasi kleinen Ferienwohnungen oder so, ne? Kann man aber nicht sehen, die sind hinter den Büschen da irgendwo. Aber das ist hier sehr schön und bedeutsam ist das geworden, als letztes Jahr hier das Hochwasser war an der Ruhr. Im letzten Sommer waren diese Bauwagen leider auch völlig überschwemmt, ne? Also das war dann auch alles hier quasi nicht mehr zu betreten. War eine schlimme Sache. Aber ansonsten ist das hier sehr schön, sehr idyllisch. Die Brücke ist pottenhässlich, so ein 70er-Jahre-Bau, viel Stahl, aber trotzdem, ich gehe mal rüber zur anderen Seite, wenn die Petra mal mich vorbeilässt. Hier hinter mir alles eine wunderschöne Landschaft in der Abendstimmung, echt klasse. Ja. Jetzt fahren wir erstmal nach Bochum-Dahlhausen und dann über den Springorum-Radweg nach Hause. Kilometer sind wir insgesamt geradelt. Wir sind jetzt wieder hier in unserer Homezone angekommen. Vor der bekannten Lore gibt es jetzt die Verabschiedung. Ja, Fazit kann man sagen, der Weg war ganz gut, hat uns auf jeden Fall Spaß gemacht. Ja. Bis auf die zwei Teilstücke, die Komoot echt bescheiden geplant hat. Einmal oberhalb der Ruhe da am Baldeneysee, das war fürchterlich, also das war wirklich ein Wanderweg und kein Radfahrweg, oder? Single Trail, also zum Wandern. Nee, wirklich nicht. Und nachher unten in Essen Kupferdreh, da muss es auch eine bessere Lösung geben als da über diese Kupferdreher Straße. Gut, jetzt war da auch noch eine Baustelle und alles verengt und so. Das war natürlich noch eine zusätzliche Schikane, die sie uns da eingebaut haben. Also das war echt nicht schön. Gut, dass wir da unten noch den Weg zur Ruhr dann wieder gefunden haben. Haben wir zwar einen kleinen Umweg gemacht, aber egal, der Weg ist das Ziel und so sind wir hier wieder angekommen. Wir hoffen, die Tour hat euch trotzdem gut gefallen. Und wenn ihr nächste Woche Radio hört, WDR 5, das Morgenecho, ab Dienstag sind wir dabei. Also wir wurden interviewt. Genau. Da stand eine Frau am Wegesrand und die hatte ein Mikrofon in der Hand und ich sah, dass da drauf WDR stand. Ich dann in die Eisen gestiegen, wollen sie mich interviewen? Und sie so, ja gerne, ich wollte sie nur nicht aufhalten. Wir wurden da befragt zu den Radwegen. Scouts. Und den Radwegen, ja. Wie die so sind und genau. Ob wir uns melden würden, wenn wir was entdecken, was uns nicht gefällt an den Radwegen. Genau. Genau. Also, wann genau, wie viel Uhr? Das Dienstags, morgen, ab Dienstags im Morgenecho, hat im sie Morgenecho, gesagt. Das läuft genau. Ab 9, ne? Oder genau. So. Ja. Vielleicht sind wir dabei. Vielleicht. Und zwar Herbert und Petra. Genau, das sind wir dann. Vom Wandern im Ruhrgebiet. Das haben wir natürlich nicht gesagt. Nein, das haben wir nicht gesagt. Alles klar. Aber unsere Namen haben wir gesagt. Okay, also nur mal so als kleiner Auswurf. Und wie man daran auch wieder sehen kann, wenn man unterwegs ist, erlebt man immer irgendwas. Ja. Wie gesagt, der Weg ist das Ziel. Macht's gut, habt eine schöne Woche und erstmal ein schönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal, eure Petra und Herbert von Wandern im Ruhrgebiet. Tschüss!